Nanu, gelbe Blätter, ist denn schon wieder Herbst? Noch nicht ganz, aber der letzte meteorologische Sommermonat, der bricht jetzt an, der August. Und es ist natürlich immer noch eine tolle Zeit, um alles Mögliche in der Natur zu entdecken, so wie es immer eine tolle Zeit ist, um alles Mögliche zu entdecken. Und dann machen wir uns mal auf den Weg und erkunden wie immer die Flora, Fauna und Funga. Hallo, ihr Natternköpfe. Also ich meine nicht euch, sondern die hier, ja, denn das ist die Auflösung vom letzten Quiz, vom letzten Video. Das hier ist der Natternkopf. Wir sind jetzt hier an dem gleichen Baumstamm, wo wir schon mal vor ein paar Wochen waren. Hier liegt eine alte Rotbuche, die hier umgefallen ist. Und sie ist schon wieder komplett voll mit Lungenseitlingen. Es ist wirklich unglaublich, wie viele Lungenseitlinge hier schon wieder entstanden sind über die letzten Wochen. Also wir werden euch mal das Video in der Infobox verlinken, wo die drin vorkommen. Und der Baum ist schon wieder randvoll hier, aber sowas von. Hier kann man schon wieder kiloweise ernten. Also hier ist wesentlich mehr dran, als wir jetzt überhaupt tragen können und auch ja, mitnehmen wollen. Also wir werden hier nur ein bisschen mitnehmen. Und das verdeutlicht eben wirklich nochmal, da habe ich es ja auch schon angesprochen, wie wichtig Totholz in den Wäldern ist. Ja, sowas kann man halt nur finden, wenn irgendwo auch mal ein Baum liegen bleiben kann. Wie gesagt, es sind jetzt hier, weiß ich nicht, wie viele Wochen vergangen, nicht viele. Und es sind einfach Kilos an Lungenseitlingen entstanden. Also wirklich unglaublich, was so ein Baumstamm und so ein Myzel leisten können, was die produzieren können an Fruchtkörpern. Und das ist natürlich auch ein hervorragender Speisepilz, ein richtiger Gourmetpilz und ein Vitalpilz zugleich. Wunderbar, also richtig toll. Und hier ganz in Gold die ersten Pfiffis für heute. Auch die sind natürlich immer noch am Start jetzt, kommen immer wieder nach. Dieses Jahr ist halt einfach ein gutes Jahr für die. Und jetzt haben wir sie auch dieses Jahr zum ersten Mal für uns jetzt zumindest hier gefunden in einem Wald, wo eher jetzt hier so Kiefern und Eichen haben. Bisher haben wir die meisten eher in Rotbuchenwäldern gefunden. Aber klar, natürlich ist auch Kiefer und Eiche ein beliebter Standort für die, keine Frage. Und wir haben ja auch so ein paar Meter weiter hier hinter mir, so 4-5 Meter entfernt, da wachsen auch ein paar Blaubeeren. Das heißt, da sehen wir ja auch schon wieder dran, dass wir hier saure Bodenverhältnisse haben, was die kleinen goldenen Pilzchen hier sehr, sehr lieben. Also wunderbar, wir hoffen natürlich noch auf ein bisschen mehr, aber das ist natürlich schon mal hier wieder wunderschön. Jetzt im Hochsommer ist die beste Zeit, um diese Pflanze hier zu sammeln, aus der man dann das ganze Jahr über tollen Tee machen kann. Denn jetzt im Hochsommer hat diese Pflanze hier am meisten Wirkstoffe und entfaltet dann die beste Wirkung. Es handelt sich hierbei um die Schafgarbe, ja, eine Pflanze, die man sehr häufig findet, vor allen Dingen eben auf Wiesen. Und ja, diese Pflanze ist wirklich eine der Pflanzen, die am meisten vorkommen hier so bei uns in Mitteleuropa, auch auf Wiesen. Sie ist keine Seltenheit, aber das heißt natürlich nicht, dass sie nicht eine tolle Heilpflanze ist, denn sie ist weltweit verbreitet. Was sehr interessant ist, also die Native Americans haben die benutzt. Dann in Mitteleuropa wurde sie benutzt, traditionell. In Südeuropa, ja, im alten Griechenland zum Beispiel auch. Aber auch in Indien, in der ayurvedischen Medizin spielt diese Pflanze eine große Rolle. In der traditionellen chinesischen Medizin. Und. Also man könnte diese Liste ewig weiterführen. Es ist wirklich eine sehr verbreitete Pflanze, eben auch auf dem ganzen Globus. Und eben auch eine sehr traditionsreiche Pflanze. Und ja, hier in Europa war so das Ursprünglichste, dass es in Kriegen eingesetzt worden ist, oft die Pflanze, vor allen Dingen zur Wundheilung. Also natürlich nicht nur in Kriegen, sondern auch sonst, wo es Wunden gab. Aber da war sie eben auch sehr beliebt oft. Da wurde sie angewendet, sowohl äußerlich als auch innerlich eben, ja, in Form von Tees zum Beispiel auch und sowas. Also das ist so das Zentrale bei der, ja, Wundheilung, das Thema, was so traditionell gemacht worden ist. Aber natürlich auch geht es noch viel weiter. Sie wurde auch verwendet und wird immer noch verwendet bei Verdauungsbeschwerden. Aber auch zum Beispiel so ein bisschen als schweißtreibendes Mittel bei Erkältungen und so und Erkrankungen mit Fieber. Auch da findet sie Verwendung. Und. Ja, auch so ein bisschen auch vielleicht als Beruhigungsmittel, aber gleichzeitig auch als Stimulanz wiederum. Also das variiert auch so ein bisschen. Die Schafgarbe ist auch eins der beliebtesten Frauenheilkräuter, wird sehr gerne eingesetzt bei Menstruationsbeschwerden, vor allen Dingen bei zu starker Menstruation, um das so ein bisschen auszubalancieren. Also sie hat wirklich sehr viele Anwendungsspektren
wissenschaftlich ist sie vor allen Dingen so in In-vitro-Studien untersucht worden. Ja, da hat sich so eine antioxidative Wirkung gezeigt, eine entzündungshemmende, eine antibakterielle Wirkung und auch alles Mögliche. Also definitiv eine sehr spannende Pflanze. Man kann sie jetzt einfach sammeln, eigentlich so abschneiden irgendwo und dann kopfüber aufhängen und trocknen. Denn gerade die Blüten auch haben einen sehr intensiven Geschmack. Die Pflanze enthält sehr viele ätherische Öle, aber auch ein paar Bitterstoffe und Flavonoide und alles Mögliche, auch Kalium relativ viel. Ja, also die kann man jetzt definitiv gut sammeln. Die Blätter verwenden wir ja auch sehr gerne, kann man auch immer noch machen, so auch mit mal so in Salaten oder in Säften oder in Smoothies. Also das geht bei der eigentlich auch fast die ganze Zeit, wo sie da ist. Natürlich sind sie in der früheren Zeit noch am zartesten. Und ja, jetzt sind sie auch am bittersten mittlerweile. Ja, weil ja, die Pflanze hat jetzt einfach sehr viel Wirkstoffe zurzeit. Wunderbar. Man muss aber ein bisschen aufpassen. Manche Leute kriegen damit so eine leichte allergische Reaktion. Also wenn man die Pflanze noch nie gegessen hat, sollte man erstmal nicht zu viel davon essen oder so einen Tee daraus machen, sich da vorsichtig rantasten. Da gibt es durchaus auch mal leichte allergische Reaktionen, die sich oft vor allen Dingen so auf der Haut äußern. Also das merkt man dann ja. Ja, da muss man aufpassen, aber ansonsten haben wir hier wirklich eine Pflanze, die sehr traditionsreich ist, auch mythologisch sehr interessant, mit der auch böse Zauber abgewehrt worden ist und alles Mögliche. Also man könnte wahrscheinlich ein richtig dickes Buch nur über diese Pflanze füllen, wenn man mal guckt, wie die weltweit eigentlich so verwendet worden ist und was sich da so für Mythen und Geschichten drum ranken. Ist unglaublich. Eine tolle Pflanze, die Schafgarbe. Jetzt, wo der Sommer so langsam immer mehr reift, da ist so langsam auch die Zeit, wo man ja anfängt, so Samen und Saaten zu ernten. Und unter anderem steht jetzt so langsam der Breitwegerich in den Startlöchern. Der Breitwegerich, ja, der ist ja eng verwandt mit dem Spitzwegerich und der ist ja wiederum sehr beliebt, ja, bei allen möglichen Hustenerkrankungen und so. Der ist ja oft so in Hustensäften auch mit drin, Extrakte daraus und so, oder Tinkturen werden ja oft verwendet und so. Und den Breitwegerich, den sagt man ja immer so ein bisschen nach, dass er so ein bisschen schwächer ist. Ja, und der ist da halt weniger beliebt sozusagen im Einsatz, bei Husten zumindest, als jetzt der Spitzwegerich. Aber jetzt zu dieser Zeit, da ist jetzt ein Vorzug wiederum vom Breitwegerich, der sich bemerkbar macht, denn er hat ja diese großen Samenstände. Und die, die jetzt so sich bräunlich verfärben, ja, also die, die eigentlich gar nicht mehr so schön aussehen, die kann man jetzt so mit zwei Fingern richtig schön die Samen abziehen davon. Und dann hat man die so. Ich habe jetzt hier auf der Hand so eine Mischung. Ja, ich habe jetzt hier sowohl so die bräunlichen als auch die grünlichen. Aber die grünlichen, ja, die sind halt einfach noch nicht so richtig so weit. Also besser ist es wirklich schon die zu nehmen, die so vertrocknet aussehen. Und das gibt es jetzt beides gleichzeitig, sowohl grüne als auch braune kann man finden. Und bei den braunen, da sieht man, da fallen dann auch schon richtig so die kleinen Samen so raus aus diesen Höhlen, ja, aus den Schalen. Und tja, was macht man damit? Dieser Breitwegerich ist sehr verwandt mit einer Pflanze, die man vor allen Dingen aus Indien kennt und aus Pakistan. Und aus dieser Pflanze werden die Flohsamenschalen gewonnen und auch die Flohsamen an sich. Und ja, die sind sehr eng miteinander verwandt und das ist sozusagen hier der europäische Flohsamen. Also die Samen haben sehr, sehr gute Quelleigenschaften, wenn man die in kaltes Wasser tut und ja, sind damit sehr beliebt so bei Verdauungsbeschwerden, wenn man die Verdauung anregen möchte. Ja, sie können halt den Darminhalt, also können halt für viel Darminhalt sorgen und somit eben die Verdauung anregen. Und ja, da kann man sowohl eben die Samen an sich nehmen als auch die Schalen. Also es ist wie bei den Flohsamen. Ja, wenn man das jetzt natürlich voneinander trennen will, muss man gucken, ob man das irgendwie gesiebt kriegt oder so. Auf jeden Fall hat man hier jetzt eben eine tolle Alternative zum Flohsamen, die man ja kaufen müsste eigentlich. Ja, und hier hat man halt den europäischen ganz umsonst überall an den Wegesrändern. Der Breitwegerich ist ja wirklich sehr, sehr verbreitet. Ist praktischerweise auch so eine einfach bestimmbare Pflanze. Wir haben da jetzt noch diese großen, runden Blätter, ja, mit diesen sehr auffälligen, längsgehenden Blattadern und dann eben diesen großen Samenständen, die da jetzt draus wachsen. Und das wächst eben alles am Wegesrand. Also eine toll bestimmbare Pflanze und sehr praktisch. Kann man jetzt gut sammeln und sich dann diese Samen, ja, aufheben und ins Müsli mixen oder in, ja, wie auch immer, ne, was man damit so machen will. Also was ganz Feines, was jetzt gerade so losgeht.
Hier haben wir was sehr, sehr Schönes jetzt gefunden. Hier haben wir den Baumstumpf von einer Rotbuche. Und um diesen Baumstumpf drumherum, auf den Wurzeln von diesem Baumstumpf, da wächst jetzt hier dieser Pilz. Ein ganz typischer Pilz, der so im Juli, August erscheint. Wir haben hier so einen Hut, der ist eben so braun. Das geht so von dunkelbraun bis hin zu so hellbraun, auch so Sandtöne. Von unten kann man dann sehen, gibt es Poren, weil ja, es ist ein Porling. Und die sind weiß und das geht dann so ein bisschen auch ins Sandfarbene teilweise die Farbe. Und wir haben an so Druckstellen auf den Poren schwarze Verfärbungen, ganz typisches Merkmal. Es ist der Riesenporling, ein Pilz, der sehr, sehr groß werden kann, wie der Name das schon ankündigt, ja durchaus mal 2 Meter im Durchmesser oder so. Also es können richtig, richtig große Teile werden. Und der Pilz ist in dem Stadium vor allen Dingen jetzt hier noch durchaus essbar. Man kann es erstmal daran erkennen, dass er, ja, so wenn man den durchschneidet mit einem Messer, das muss richtig zart wie Butter sein. Also noch richtig schön weich sein. Und dann hat man erstmal so das Potenzial, dass man den essen kann. Und jung ist er eben noch mild. Und im Alter wird er dann eher so bitter und scharf und sowas. Also da ist es dann nichts mehr. Ja, vor allen Dingen, wenn er dann eben so richtig groß ist schon, ist es immer schon zu spät eigentlich. Aber so wie jetzt, gerade so eben im Sommer, wo der gerade so frisch kommt, da ist er noch sehr, sehr gut. Ja, wird auch ein bisschen wissenschaftlich untersucht, noch nicht sehr viel. In so ein paar In-vitro-Studien zeigt sich so eine antioxidative Wirkung, vielleicht auch was so Richtung Tumor-Hemmwirkung. Aber das steckt alles noch in den Kinderschuhen, da kann man jetzt noch nicht so viel drüber aussagen. Ja, ein sehr spannender Pilz, geht so ein bisschen in die Richtung vielleicht wie der Schwefelporling, auch Chicken of the Woods. Also man kann den auch genauso eigentlich verwenden. Ja, man hat ja hier eben so schöne bissfeste Stücke, die man sich da draus schneiden kann. Und kann da draus auch Nuggets machen oder das auch so wie so Schnitzel panieren durchaus. Also da passt es sehr, sehr gut. Ja, was sehr, sehr fein ist. Verwechselbar auf jeden Fall auch mit dem Bergporling, der aber nicht schwärzt. Und ja, während der Riesenporling vor allen Dingen, der wächst auch bei anderen Bäumen, aber vor allen Dingen bevorzugt der die Rotbuche eben, da ist der Bergporling dann eher, der eher so Weißtannen bevorzugt und man den dann auch, wie der Name sagt, eher in bergigeren Gegenden tendenziell finden kann. So, dann ist es jetzt mal wieder an der Zeit für ein schönes Quiz, wo ihr dann gerne natürlich eure Lösungsvorschläge in die Kommentare schreiben könnt. Heute ist mal eine Pflanze dran, die wird, ja, es ist eine Pflanze, aber es ist eben auch eher so der sterbliche Überrest von so einer Pflanze. Aber es ist dennoch sehr gut, sie zu kennen, vor allen Dingen auch jetzt, wo sie so aussieht. Ja, warum erfahrt ihr dann natürlich auch im nächsten Sammelvideo in der Lösung. Und ja, es handelt sich um das hier. Ja, diese Überreste hier. Und ja, man sieht, wir haben hier so einen Stiel und da gehen hier sowas ab von. Tja, und was das sein könnte, das würden wir gerne von euch jetzt erstmal wissen. Und im nächsten Video gibt es dann die Lösung. Und das war dann auch unser Sammelvideo für heute und dann sehen wir uns bald wieder.